Na, was befindet sich wohl in dieser Box? Ein Hamster oder vielleicht ein Kaninchen? Nein, hier haben wir es mit einem echten Exoten zu tun, nämlich mit einem Ziegensittich mit Schnupfen. Das Weibchen hat seit vorgestern, leichtes Niesen gezeigt, frisst aber noch gut, ist noch munter. Wir wollten nur sicher sein, dass da nichts Schlimmes passiert, weil Frau Pfeiffer auch noch Wellensittiche hat, dass wir nicht in dem Bestand größeres Bestandsproblem bekommen. Doch der Schnupfen ist nicht alles, denn Ziegensittichdame Tai hat auch ein Eiproblem. Seit 2 Tagen befindet sich das Ei im Rumpf des Sittichs, legen wollte Tai es bisher noch nicht. Kann ein Vogel von allein nicht sein Ei legen, muss mit Medikamenten nachgeholfen werden. Wenn so ein Vogel sein Ei nicht legen kann, dann gibt man ihm Oxytocin, das ist das wehenanregende Hormon, das der Körper normalerweise selbst produziert. Aber ich denke, wenn dieser Vogel nachher in Ruhe wieder zu Hause ist, wird er sein Ei schon legen können. Wir sehen nur zu, dass er wirklich genug Mineralien und Vitamine bekommt. Tai darf also erstmal wieder nach Hause. Das lässt sich die Vogeldame nicht zweimal sagen und ist im Nu wieder in der Box verschwunden. Als 2. Patient ist Oskar an der Reihe. Er kommt zu einer Routineuntersuchung. Oskar ist ein Golden Retriever und besitzt einen Jagdhundeschein. Doch Jagen ist jetzt erstmal nicht angesagt. Oskar muss auf die Waage. 34,6. Oskar ist 7 Jahre alt, das heißt im besten Hundealter. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Man fängt bei der allgemeinen Untersuchung immer vorne an und guckt bis hinten und dann hat man auch die Sicherheit, dass man alles angesehen hat. Um Oskar zu untersuchen, tastet Ariane Rodewald zunächst den Bauchraum des Hundes ab, um eventuelle Verhärtungen zu erspüren. Die können ein Zeichen für Tumorbildung sein. Zusätzlich kontrolliert sie noch die Herztöne des Rüden. Bei Oskar gibt es diesmal keine Probleme, so wie eigentlich meistens. Ich meine, der hatte Zeckenbisse mal und dann hat er aufgrund eines Zeckenbisses sich fürchterlich da aufgeleckt und dann musste man das 14 Tage lang eben stilllegen oder so. Aber was hat er noch? Einmal musste ich so einen Halskrausen sollte er tragen, aber ja. Da kriegt er also mächtig Angst und dann haben wir das dann wieder sein lassen. Dann muss man aber eben dabei sein, dass er eben an der Wunde nicht leckt. Oskar darf für heute den Behandlungsraum verlassen. Morgen wird es dann für Kater Floffy ernst. Der hat sich eine Blasenentzündung eingefangen und hat so gar keine Lust auf die Behandlung. Aber dazu mehr im Teil 3 unserer Tierarztserie. Alles gut, Floff. Du hast es schon fast geschafft. Braver Floffy, gut gemacht. Perfekt.